Heute Frage und Antworten im Triatera-Blog. Ich kriege ja jede Woche ganz viele Kundenanfragen und da wollte ich mal ein paar exemplarische, interessante auswählen. Das ist der Triatera-Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Therapeta-Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Meinen schönen Globus habe ich mal mit aufgestellt, obwohl es heute nicht um Themen, direkte Themen zur Begrünung der Erde geht, sondern eher um die Produkte, die wir verkaufen. Aber ja, ich habe so ein bisschen, ich will seit Wochen schon ein Video machen. Weltuntergang abgesagt, wat nu? Mit Weltuntergang abgesagt meine ich, dass ja ganz viele Katastrophentheorien auf der Welt so den Menschen so dargebracht werden, beziehungsweise dass sie daran glauben, dass die Welt demnächst definitiv, ja, aber sicher, ganz sicher untergehen wird, sei es wegen Klimawandel, wegen Meeresspiegelanstieg, wegen Waldsterben, Atombomben, Eisbären sterben aus, Gentechnik, Plastikmüll, Gletscherschmelzen, Finanzkrise, Ozonloch. Vielleicht fallen Ihnen da noch ein paar ein, wenn Sie sich fragen, was ist denn die Katastrophe, von der ich glaube, dass die Erde demnächst daran untergeht oder mindestens der Mensch oder das Ökosystem der Erde. Was fällt Ihnen denn da ein? Und ich werde mich bemühen, dass ich möchte da eigentlich, weil zu all diesen Themen, wenn ich das nüchtern betrachte, komme ich eigentlich sehr schnell immer zu dem Schluss, so schlimm wird es nicht. Handelbar, kann man mit umgehen, vielleicht schwierig, aber keineswegs aussichtslos und auf jeden Fall kein Weltuntergang. Zu Klimawandel habe ich ja schon mal was gemacht, dass es da eigentlich nichts geklärt ist, dass wir weder wissen, was da kommt, noch warum. Kohlendioxid ist sogar sehr positiv in der Atmosphäre, auch ein Video von mir, Begrünung der Erde. Und ganz viele andere Themen sind eigentlich ähnlich. Ja, vielleicht wollen Sie mich da ein bisschen unterstützen, mir diese Schwierigkeiten ein bisschen nehmen. Was sind denn Ihre Weltuntergangsszenarien? Warum glauben Sie, dass unsere Gesellschaft, die Menschen, die Erde demnächst untergehen wird? Oder ist es nur so ein allgemeines Gefühl, kann doch nicht länger gut gehen? Dazu würde ich gerne ein Video aufnehmen. Aber jetzt zu Fragen und Antworten abseits unserer geliebten Erde oder vielmehr in dem täglichen Überlebenskampf klein-klein, dem wir uns alle widmen. Und wie gesagt, einfach ein paar Kundenanfragen, das ist ja meine tägliche Hauptarbeit, E-Mails beantworten, Telefonanrufe beantworten, Fragen, sei es zu Gesundheit, sei es zu ganz den vielen, vielen Anwendungsgebieten von EM und Therapreta. Und da sind immer auch ein paar interessante dabei, die vielleicht Sie auch interessieren. Wir gehen einfach von oben nach unten durch, was so die letzten Tage reingekommen ist. Hallo, Herr Heckel, wie muss ich meine gebrauchte Blumenerde bearbeiten, damit ich die Erde im nächsten Jahr wieder benutzen kann? Mit freundlichem Gruß, Herr W. Hallo, Herr W. Das war meine Antwort. Was macht man mit der alten Blumenerde? Also meine Antwort ist, also man muss nicht immer wieder neue Blumenerde kaufen, alles wegschmeißen im Garten oder so, sondern im Grunde ist unsere Empfehlung, dass man die alte Blumenerde mit Triatera-Streu, von uns gekauft oder ähnlich selbst hergestellt, auffrischt. Triatera-Streu, 5 bis 10% vom Volumen der Blumenerde. Also wenn man 20 Liter, wenn man 100 Liter Blumenerde hat, kommen da 5 bis 10 Liter Triatera-Streu dazu. Und so wie sie sind. Und im nächsten Jahr, wenn man dann einpflanzt, sollte man das angießen mit eigenem Urin, frischem eigenen Urin. Und dann eventuell auch alle 14 Tage mit frischem eigenen Urin gemischt mit Wasser angießen. 1 zu 10 verdünnt im Normalfall, damit das keine Pflanzenverbrennung gibt. Wunderbarer Nährstoff, dadurch frischen wir sozusagen das Nährstoffdepot in der Erde wieder auf. Die Holzkohle kann sich auch dabei aufladen, wenn wir mit Urin angießen. Und ja, wir brauchen keine neue Blumenerde kaufen. Wir kriegen die Spurenelemente über die Steinmehle mit rein. Gesteinsmehl, Basaltgesteinsmehl, Zeolitgesteinsmehl hat ganz viele. Und auch in der Holzkohle zum Teil durch den Holzascheanteil, ist ja ein gewisser Ascheanteil immer dabei, haben wir Mineralien mit dabei.
Calcium, Magnesium, Kalium, Phosphor, Schwefel und die ganzen Spurenelemente. Und der Urin bringt auch, vor allen Dingen Stickstoff, aber auch ganz viele Spurenelemente und Nährstoffe mit. Das zusammen, ganz simpel, einfach 10% Triaterra streuen mit in die Blumenerde, mit Urin öfter mal gießen und Sie haben wieder eine sehr, sehr hochwertige Erde, die Sie da nehmen können. Wenn Sie eine stark zehrende Pflanze haben, die jetzt besonders viel Dünger und Nährstoff und Trieb braucht sozusagen, dann kann man auch noch kleine Mengen Bokashi oder frisches organisches Material untermischen. Also typischerweise unteres Drittel des Blumentopfes, also wenn man da zum Beispiel richtig Gemüse reinpflanzen will oder eben stark zehrende Blumen oder dergleichen hat, ne, kann man im unteren Drittel des Blumentopfes frisches organisches Material oder Bokashi, also fertiges Bokashi, dieses sauer fermentierte organische Material, ein bisschen mit reinbringen, immer vermischt mit Erde und oder einfach auch mal grünes Gras zum Beispiel, ein bisschen grünes Gras mit Erde vermischt, da ist ja auch Triaterra-Streu mit bei. Wir gießen das dann am besten auch an, mal mit EM. Wenn wir mit Urin gießen, können wir sowieso immer einen kleinen Schluck Triaterra aktiv EM mit reinmachen. Und dadurch kriegen sie dann auch noch mehr organisches Material in die Erde und das ist richtiger Triebdinger. Man kann da aber schnell überdüngen, deswegen vorsichtig mit Bokashi und vorsichtig mit frischem organischem Material, Küchenabfälle oder Grasschnitt oder dergleichen. Dass man da nicht zu einer Überdüngung führt. Unteres Drittel des Blumentopfes, maximal untere Hälfte mit einem Anteil von Drittel, ein Viertel frisches organisches Material gemischt mit Erde. Da geht dann richtig die Post ab, da gibt es ganz viele Umsetzungsprozesse und davon profitieren dann auch stark zehrende Topfpflanzen, wie zum Beispiel Tomaten oder auch, ja, wenn sie irgendein, wir haben so ein Avocado-Bäumchen in unserem Blumentopf, der profitiert da auch davon, wenn wir das frisches organische Material machen. Also, nicht neue Blumenerde kaufen, gleicht mit Ihren eigenen Ressourcen und ein bisschen Triaterra-Streu auffrischen. Nächste Frage, oder vielmehr eine Geschichte von Tierschutzverein Göttingen. Triaterra Honig, 1 Liter Flasche. Sehr geehrtes Triaterra-Team, wir haben nun schon einmal bei Ihnen bestellt und waren sehr zufrieden. Nun möchte ich gerne wissen, ob Sie Triaterra Honig auch in größeren Verpackungen liefern würden, vielleicht auch in 10 Litern, dann könnten wir das in kleinere 1 Liter Flaschen umfüllen. Ist für unseren Tierschutzverein und da müssen wir auf jeden Cent achten. Wir haben normal Triaterra Honig nur in 1 Liter Flaschen. Umfüllung ist auch nicht sinnvoll, da die Flaschen so effizient und dünn und wenig Materialaufwand haben, dass es nicht sinnvoll wäre, das jetzt umzufüllen. Also die 1 Liter Flaschen, wenn Sie 5 Liter haben wollen, 10 Liter haben wollen, kriegen Sie entsprechend 5 Liter oder 10 Liter einzelne Flaschen von uns. Da ist die Nachfrage nach 5 und 10 Liter ist dann einfach auch zu gering, dass wir da extra 5 und 10 Liter machen. Aber wir können Ihnen einen kleinen Rabatt anbieten. Wenn Sie 5 Liter Triaterra Honig auf einmal nehmen, kriegen Sie das für 4,50 bei uns statt 5 Euro. 1 Liter ist sonst 5 Euro. Und wenn Sie 10 Liter Triaterra Honig auf einmal nehmen, können Sie das bei uns für 4 Euro kriegen. Also wenn Sie diese größeren Mengen, 5 Liter oder 10 Liter nehmen, kriegen Sie entsprechend auch den Kanisterpreis sozusagen, aber Sie kriegen es trotzdem in Flaschen, weil es sich für uns nicht lohnt, das extra noch in 5 oder 10 Liter abzufüllen. Genau, das war die Frage und dann erzählt die Frau hier noch, im Übrigen möchten wir Ihnen noch kurz mitteilen, also eine Erfolgsgeschichte jetzt, noch kurz mitteilen, dass wir mit dem Triaterra Honig mehrfach unsere Katzenräume ausgesprüht haben. In Klammern, da drin war ein unerträglicher Uringeruch, weil bei den vielen Katzen auch Unsauberkeit entsteht. Und schon nach der zweiten Behandlung war der Geruch erträglicher und nun nach 5-mal Sprühen eigentlich nicht mehr zu riechen. Also 5-mal Sprühen mit Triaterra Honig, 1:10 verdünnt. Selbst massiver Katzengeruch ist weg, das kennen wir auch aus unserem Haushalt. Wenn wir da irgendwo eine Katze hinpinkelt, dann wird da mit Urin, Triaterra Honig 1:10 verdünnt, richtig nass eingesprüht und dann ist das selbst im Teppich oder so. Man versucht es ein bisschen rauszukriegen, aber selbst im Teppich dann ist das okay. Weiter geht's. Tierwäsche haben wir auch schon damit gemacht.
Käfige gereinigt, alles top und unsere Hunde tragen Halsbänder mit EM-Pipes, also Röhrchen, die noch mit Resonanz gegen Zecken bespielt wurden. Wir haben nur einen minimalen Befall und hin und wieder mit einer Zecke. So viel zu unseren bisherigen Einsätzen mit EMs. Genau. Man könnte übrigens auch durchaus Triatera aktiv, also das dunkle, günstigere EM dafür nehmen, wenn es nicht so sehr auf Flecken ankommt. 1:10 verdünnen, Triatera aktiv sprühen. Wirkt genauso gut und ist ein Stück weit günstiger. Okay. Trockenheit und EM. Ja, Trockenheit. Ich hatte ja dieses Trockenheit in Deutschland ist Merkel schuld aufgenommen. Und das war eigentlich so eine Anspielung darauf, dass ich so vorhergesagt habe, es bleibt so lange trocken, bis Frau Merkel zurücktritt. Und dementsprechend ist es schuld, weil es immer noch trocken ist. So, heute haben wir wunderbaren Regen. Es nieselt, also richtigen Landregen endlich mal. Ne? Kein Sturzbach, der kurz wieder vorbei ist und alles nur kurz benässt und fertig. Nein, heute kommt richtig um die 10 mm und mehr Regen runter. Grauer Himmel, deswegen kann ich die Fenster auflassen. Dass die Sonne scheint nicht rein und definitiv die Trockenheit in Deutschland ist vorbei, kann ich hiermit offiziell sagen. Merkel ist nicht zurückgetreten. Was sagt das über meine Vorhersagefähigkeiten aus? Okay, aber es wird ein heißer Herbst. Ich bin sehr sicher, dass unsere Regierung diesen Herbst nicht überstehen wird. Aber schauen wir mal. Die Frage hier von der Frau W. war: Wie wirkt sich extreme Trockenheit auf die EMs im Boden aus? Und dann erzählt sie noch von ihren Regenwürmern. Ich gieße lieber etwas mehr, auch weil ich sehe, wie sich die Regenwürmer im sehr harten Lehmboden in größere Tiefen zurückziehen und in einer Art Trockenstarre eingerollt liegen. Ihre Videos finde ich toll. Danke und viele Grüße von Ihrer Stammkundin. Danke auch an Frau W. Die EMs gehen bei Trockenheit nicht verloren, das habe ich geantwortet. Die gehen nicht verloren. Wir verschieben ja mit EM das ganze Milieu im Boden in eine positive Richtung. Weg von Fäulnisprozessen, weg von Schimmel und Überoxidation hin zu Fermentationsprozessen, zu Milchsäuren und Hefenprozessen und Pilzen. Positive Fermentation. Die Trockenheit reduziert das allgemeine biologische Niveau. Aber dass die positive Ausrichtung bleibt. So, also es ist nicht so, dass die Wirkung weg ist, aber natürlich hat man weniger biologische Aktivität, weniger Umsetzungsprozesse. Daran ändert EM erstmal auch nichts. Was EM allerdings tut in Verbindung mit organischem Material, ist, dass es die Bodenstruktur verändert und dadurch der Boden mehr Wasser hält und dadurch die Wurzeln besser, die Feinwurzeln der Pflanzen sich stärker entwickeln und dann entsprechend auch die Pflanzen mehr länger Wasser aus dem Boden ziehen können. Also ein bisschen wirkt EM schon gegen Trockenheit, vor allen Dingen im Zusammenhang mit organischem Material. Aber gegen so eine krasse Trockenheit kann EM irgendwann auch nichts mehr machen. Dann ist dann irgendwann auch da vorbei. Deswegen gibt es noch eine andere Maßnahme, die wir dringend empfehlen in diesem Zusammenhang, und das ist Dickmulchen. Mulchen hat seine Probleme, Wühlmäuse eventuell, die man da ein bisschen fördert. Wenn man Katzen hat, ist das kein Problem, also bei uns, wir haben damit kein Problem. Auch Schnecken werden ein Stück weit von Mulch gefördert, wenn man intensiv mit EM arbeitet, gleicht sich das aber wieder aus. Nichtsdestotrotz, Mulchen ist also wirklich die genialste Methode, die beste Methode, um den Boden feucht zu halten, um den Boden weich zu halten, um die Bodenbiologie auch in Trockenzeiten in Gang zu halten. Dickmulchen, wir reden hier von Schichten von 10, 20 cm, Stroh, Heu, Rindenmulch, Holzhackschnitzel, was Ihnen einfällt, Strauchschnitt, also alles, man kann alles mulchen, selbst kleine Zweige. Gibt also kein organisches Material, was man eigentlich nicht, was jetzt nicht direkt Küchenabfälle, das sieht scheiße aus und da kommen die Ratten vielleicht, aber alles, was irgendwie Strauchschnitt und dergleichen ist, alles kann man mulchen und zwar massiv und dick mulchen. Das ist der Punkt. Mindestens 10 cm, eher noch mehr, 20 cm Mulch aufbringen. Und dann gibt es, das war eines der ersten Bücher, was ich in meiner landwirtschaftlichen Interesse gelesen habe, Mulch total
von Kretschmer, wie war es der Vorname? Kurt Kretschmer, glaube ich, einem ostdeutschen Umweltschützer, ganz bekannter, der dann als Alterswerk dieses Buch veröffentlicht hat, Mulch total, und darin zeigt, dass Mulch tatsächlich den Gießaufwand halbiert, dass das Bodenleben viel besser in Gang gibt, dass man nicht umgraben muss, weil der Boden unter dem Mulch immer weich bleibt. Also gerade wenn man hier so einen Lehmboden hat, einen harten Lehmboden, der austrocknet, fett Mulch rauf, der hält dann die Feuchtigkeit, da ziehen sich die Regenwürmer nicht zurück, weil es bis unter dem Mulch immer feucht bleibt und auch weich bleibt. Also EM gehen von Trockenheit nicht kaputt und der Mulch ist die Antwort, massiv organisches Material auszubringen. Natürlich auf entsprechend intensiv genutzten Flächen, Gemüseanbau, Obstanbau. Bei den Erdbeeren macht man es ja oft sowieso, einfach damit die sauber bleiben. Also das lohnt sich schon und das unterdrückt auch noch zusätzlich das Unkraut. Ja, bisschen WDM angießen. Wenn man gießt, ein paar Schlucke M rein, dass sich der Mulch positiv umsetzt, dass der nicht fault, nicht schimmelt, dann passt das. Okay, EM bei Trockenheit. EM, eine Frage, die auch sehr häufig kommt, ist, was passiert denn mit EMs im Winter oder was passiert mit dem Bokashi im Winter, das steht bei mir draußen, oder die Komposttoilette steht im Garten, ist halb voll der Eimer, was soll ich das jetzt leeren? Nein, also EMs können auch einfrieren und tauen wieder auf. Mein Vater hat das öfter gemacht, EM eingefroren, Starterkultur und damit wieder EM vermehrt, ging wunderbar. Es gibt zwar einen gewissen Qualitätsverlust, ein paar der Mikroorganismen sterben immer ab, aber wenn wir eben wieder auftauen, dann kommt auch die Aktivität wieder und dann vermehren sie sich wieder. Also einfrieren ist eigentlich für EM kein Problem. Allgemein die Verbesserung des Bodenmilieus ist trotzdem auch über den Winter gegeben und im Sommer, im Frühjahr geht es dann eben wieder frisch los. Genauso wie bei Teichen auch, lohnt sich auch eine Anwendung im Herbst, selbst wenn der Teich dann einfriert und so, weil man dann im Frühjahr gleich mit einer guten Mikrobiologie startet. Und Bokashi, das Gleiche. Wenn es einfriert, passiert halt nichts. Also ist gestoppt, alle Prozesse sind gestoppt. So ab 5 Grad schon eigentlich. Es sind alle Prozesse im Wesentlichen gestoppt und gehen halt wieder los, wenn es auftaut. Oder wenn es über 5 Grad ist. Ab 10 Grad geht es richtig los. Und das heißt, diese eine Woche bis zwei Wochen Fermentationszeit, die man für Bokashi braucht, damit es sauer wird, die hat man natürlich bei unter 5 Grad nicht. Das stoppt quasi und dann muss man entsprechend warten. Aber es ist nicht so, dass es umkippt oder schlecht wird oder kaputt geht. Nö, es friert ein, es taut wieder auf, ist kein Problem. Genauso mit der Komposttoilette. Wenn Sie die Komposttoilette im Garten stehen haben, auch als Entsorgungslösung. Ganz viele Kleingärten müssen ja jetzt Abwasserentsorgung oder Fäkalienentsorgung nachweisen und können sich da irgendwie entweder für 2000 Euro einen Abwassertank verbuddeln, der dann jährlich geleert wird, oder Sie schaffen sich eine Komposttoilette an und sagen, hier, gucken Sie mal, ich habe eine Komposttoilette, das Material wird fermentiert und kompostiert und dann auf Zierflächen angewendet, das ist immer wichtig für die Behörden, dann stellen Sie keine Fragen. Auf Zierflächen angewendet ist eine, in Mecklenburg zumindest, auch in Brandenburg gibt es da keine Probleme mit den Behörden, die nehmen Komposttoiletten für Kleingärten als Entsorgungslösung an, da muss man sich nicht den ganzen Garten aufbuddeln lassen mit Riesengerät. Genau. Und die Komposttoilette darf im Winter ruhig einfrieren, die kann halb voll sein. Man kann monatelang nicht im Garten sein. Der Punkt ist ja, dass wir da eine Fermentation drin machen, dass der Deckel zu ist, das fault nicht, das stinkt nicht, da dringt nichts aus dem Eimer. Im Gegenteil, desto länger das steht, desto besser wird das. Also meine besten Komposttoiletteneimer waren immer die, die wirklich schon, weil ich zum Beispiel in Brasilien war, dann so 4 Monate und noch zurückkomme, die sind absolut geruchlos und perfekt durchfermentiert und schön bepilzt oben. Die kriegen dann oben so einen Pilzflaum, weil oben ist ja immer noch so ein bisschen Sauerstoff und der kommt dann durch Strahlpilze und Hefen an der Oberfläche. Die sind auch immer ein gutes Zeichen, sowohl bei Bokashi wie auch bei den Komposttoiletten, wenn sich da so eine Strahlpilze, Hefen bildet. Das ist kein Schimmel, das sind Pilze. Schimmel würde man riechen, es würde muffig riechen, es würde Schimmelstaubsporen geben. Das passiert dann nicht, sondern es sind so Strahlpilze, die auch im Boden und im Kompost sehr willkommen sind. Okay. Zisterne. Ein häufiges Thema. Zisterne, Wasserzisterne, umgebaute alte Gruben, was auch immer.
aus Beton oder auch andere Zisternen. Kippt bei mir um. Ich habe das für, also nicht bei mir, ich spreche jetzt für einen Kunden, ganz häufig. Ich benutze das zur Klospülung oder zum Wäschewaschen oder so, aber das stinkt im Haus, wenn ich das Wasser spüle und so. Was soll ich machen? Und das ist wirklich eine der Stärken von EM. Also da haben wir wirklich eine Lösung, die scheinbar sonst keiner hat und die wirklich billig und schnell und zuverlässig und dann lange funktioniert. Hier eine Frage einer Zisternenbesitzerin. Hallo Herr Heckel, von einer Zisternenbesitzerin, Zisterne aus Beton, bin ich gefragt worden, ob sie ihre umgekippte Zisterne, es riecht nach faulen Eiern in der Toilette, mit EM behandeln kann. Sie weiß von mir, dass ich meinen Hühnerstall kaum Geruchsentwicklung damit behandle und im Garten Bokashi, Kompost und Erde damit arbeite. Deshalb meine Frage, ist da was zu machen? Mit freundlichen Grüßen aus dem schönen kleinen Villars. Jawohl, hallo Frau D. Meine Antwort. Also da haben wir wirklich viel Erfahrung. Zig, wenn nicht hunderte Kunden schon, die wir damit betreuen. Und das macht man einmal und dann kann man das jahrelang vergessen und es funktioniert. Mit umgekippten Zisternen haben wir viel Erfahrung. Deswegen auch diese beiden Produkte hier diesmal. Und zwar stäuben wir typischerweise, also sagen wir mal so bis 10 Kubikmeter Größe, reicht das aus, 0,5 Kilogramm EM Keramikpulver. Dieses, erkläre ich gleich, wie das genau entsteht, wie das genau produziert wird. Und einen halben Liter Triaterra Aktiv oder Triaterra Honig in die Zisterne rein. Auf einmal einfach so reinstreuen, sodass das so auf dem Boden zu liegen kommt. Das ist ja zusammen dann mit anderen Resten. Das wird ja nicht gleich weggespült oder so. Das bleibt da typischerweise liegen, wenn man jetzt nicht eine Grundreinigung macht. Und nach wenigen Tagen ist der Geruch komplett weg. Im Normalfall. Sei denn, er versteckt sich noch irgendwo in irgendwelchen Leitungen und Rohren oder sonst was, wo wir jetzt nicht so schnell hinkommen. Aber im Normalfall ist er aus der Zisterne selber, das Wasser selber. Der Geruch ist nach wenigen Tagen komplett weg und kommt im Normalfall jahrelang nicht wieder. Das EM-Keramikpulver sorgt für den Langzeiteffekt. Da ist ja die Mikroorganismen fest eingebrannt, die sich nicht auswaschen. Diese Struktur, die Oberfläche wirkt, dass sich positive Mikroorganismen in der Umgebung ansiedeln. Also wenn irgendwie organisches Material da ist, dann kommen eben keine Fäulnisbakterien, Abbauer, sondern es kommen fermentative Mikroorganismen, Hefen und Milchsäurebakterien und das ist die Wirkung, dass EM-Keramikpulver dafür sorgt, dass man das einmal behandelt und für Jahre hat man geruchloses Zisternenwasser, selbst wenn da mal ein bisschen Dreck von der Dachrinne oder so mit reinkommt. Genau, also Zisternen haben wir sehr, sehr positive Erfahrungen, alle Wasserbecken, Vorratsbecken, das klappt wunderbar und die das Keramikpulver vielleicht, um das noch ein bisschen ausführlicher zu erklären. Es wird immer noch importiert. Es gibt verschiedene Hersteller, aber unseres wird immer noch importiert aus Japan. Das ist das sogenannte Super Cera-T-Pulver oder einfach das normale, günstige EM-Keramikpulver, was man für alle Anwendungen nehmen kann. Boden, Kompost bzw. Bauen oder eben Zisternen oder Wasser. So. Und das wird hergestellt, indem ein Ton genommen wird. Man hat sich da schon einen sehr guten Ton ausgesucht, einen Montmorillonit-Ton, den man brennt, den man erstmal feucht anmischt mit EM. Also man mischt das mit EM und EMA pur normalerweise und lässt das über mehrere Wochen, Monate fermentieren. Also da passiert was. Das Ton selber wird ja irgendwie nicht verstoffwechselt, aber irgendwie verändert sich die Struktur. Das merkt man, der wird feiner, weicher, der reift sehr schnell. Für Töpfer auch interessant. Und dann wird er, das heißt, da hat sich irgendwas an der Struktur verändert, wenn die Mikroorganismen da längere Zeit aktiv sind mit dem. Und dann wird das gebrannt bei 1200 Grad. Die Mikroorganismen, EMA ist tot, ist kaputt. Aber diese Strukturen, zum Teil die Substanzen, die die geschaffen haben dabei, sind jetzt fest eingebrannt in dieser Keramikstruktur und waschen sich auch nicht so ohne weiteres wieder aus. Beim Keramikpulver gut, dann wird das irgendwann zerfallen, die Struktur, aber bei den Röhrchen und den anderen Keramiksachen können sie vererben. Die Wirkung geht von der Struktur aus, die Struktur geht nicht so ohne weiteres kaputt.
wie bei Geschirr oder Keramik eben auch nicht. Dann wird es für Keramikpulver eben fein gemahlen, beziehungsweise eben für die Röhrchen und die anderen Sachen in die entsprechenden Formen gepresst dabei beim Brennen und oder vor dem Brennen. Und warum es funktioniert, wissen wir nicht genau. Der Effekt geht auch teilweise von der Oberfläche aus, der Effekt geht definitiv aber auch von der Struktur aus, die eine bestimmte Schwingung irgendwie überträgt. Gibt Spekulationen, was da nun genau passiert, was es im Wasser verändert. Punkt ist, wir sehen die Wirkung. Wenn wir das Keramikpulver 500 Gramm in eine Zisterne machen, dann wird es jahrelang nicht mehr umkippen, stinkenfaulig werden und riechen. Wenn Sie das in eine Blumenvase machen, wird das Blumenwasser nicht umkippen. Einfach so einen kleinen Teelöffel. Wird das Blumenwasser nicht umkippen, die Blumen halten doppelt so lange. Wenn Sie es in Blumentopf machen, dann wird der Blumentopf sowohl zu wenig Wasser wie auch zu viel Wasser die Pflanze im Blumentopf sehr viel besser aushalten und dementsprechend, also das ist eine meiner Probleme hier manchmal, weil man auch nicht immer zu Hause ist und andere Leute gießen oder man kommt nach Hause, die Pflanze sieht vertrocknet aus, man gießt sie ganz viel, also dann ganz oft fault die dann einfach weg oder vertrocknet vorher. Mit Keramikpulver habe ich es nicht mehr geschafft, die Pflanzen kaputt zu kriegen. Selbst wir schaffen es nicht mit Keramikpulver, die Pflanzen zu viel oder zu wenig zu gießen, weil dann eben keine Fäulnisprozesse mehr auftreten. Und dementsprechend, also Teelöffel einfach oben rauf, das wäscht sich rein, Blumentopf und eben entsprechend Wasserbehandlung, Teich, Zisterne, da wirkt es ja in dem gleichen Prinzip. Also wir können die Wirkung deutlich sehen, deutlich nachweisen, aber wie genau der Wirkungsweg ist, ist ein bisschen im Dunkeln, da mögen sich andere mit beschäftigen. Wir wissen, dass es funktioniert. 17,90, 500 Gramm EM-Keramikpulver und die Zisterne stinkt für Jahre nicht mehr. Okay. Noch zwei Fragen. Betreff Triaterra-Streu und Sumpfkalk. Oder Starterstreu und Sumpfkalk, genau. Hallo ihr Lieben, wenn ich Starterstreu selbst mische, kann ich dann auch Kieselgur mit einmischen neben Gesteinsmehl. Also wir haben ja diese Triaterra-Streu, Mischung, Holzkohle, Gesteinsmehl, verschiedene und EM-Keramikpulver ein bisschen und dieses Triaterra-Aktiv, die flüssigen Mikroorganismen, die lebendigen Mikroorganismen. Das ist unsere Triaterra-Streu und er fragt jetzt, kann man da auch Kieselgur mit einmischen? Auf jeden Fall. Haben wir selber noch nicht gemacht, weil wir unser altes Rezept haben und Kieselgur ja gerade erst eingeführt haben. Kieselgur, gleiche wie Kieselalgenpulver, Kieselerde oder Diatomeenerde. Das ist wunderbar für Erdmischung und ich habe jetzt auch einen Kunden gehabt, der das mir schöne Bilder geschickt hat, wie er das in seinen Brennnesseljauche gemischt hat und dann wunderschöne cremige Konsistenz, also das löst sich viel besser auf, hat noch eine viel schönere Konsistenz und gibt schönen Schaum irgendwie, also macht also wunderbare schöne Oberflächen und er ist sehr zufrieden mit diesem Effekt dabei. Also auch für Kompost und Triaterra-Streu, auf jeden Fall kann man da ein bisschen mit reinmachen, muss nicht viel sein, einfach vielleicht ein Kilo auf 50 Liter Streu oder so, das wäre schon völlig ausreichend. Ich habe Sumpfkalk für den Baumanstrich. Kann ich den mit EMA versetzen? Okay, also Baumanstrich, also erstmal vielleicht Baumwunden werden gerne, da gibt es ja alle möglichen Mittelchen, mit denen man geschnittene Bäume oder Baum, wenn man Baumpilze hat oder kaputte Rinde oder so, was man da streichen kann, damit die besser werden. Und eine Variante, eine sehr, sehr wirksame Variante ist Triaterra-Streu. Genau, Baumanstrich mit EM. Wurde kurz unterbrochen, meine Tochter ist reingekommen. Okay, Baumanstrich mit EM oder beziehungsweise Baumwunden oder kaputte Rinden oder so. Und die einfachste Variante, also man kann Gesteinsmehl und EM mischen und mit Wasser und dann schön Brei machen und mit einem fetten Malerpinsel oder so da anstreichen. Und dann habe ich irgendwann überlegt, Mensch, man kann ja einfach die Triaterra-Streu nehmen, da ist da alles drin. Da ist EM drin, da ist Gesteinsmehl drin, Keramikpulver ist drin, Holzkohle ist drin, alles wunderbar für die Wundbehandlung, für Gegenpilze.
dass sich da keine Insekten festsetzen und so weiter. Also Baumanstrich mit Triaterra-Streu aufgelöst mit genug Wasser, dass man so einen Brei kriegt und einstreichen. Und dann entsprechend hat man eine wunderbare Wundheilung. Und wir haben das gemacht, das sieht dann erstmal schwarz aus, der Baum. Aber das rinnt dann auch so runter, war vielleicht optisch nicht so ansprechend. Da mag Sumpfkalk schöner sein. Aber für den Baum, für die Baumrinde und dann auch für den Boden, weil es ja dann direkt an die Pflanzenwurzeln, an die Baumwurzeln kommt, ist ein Einstreichen mit Triaterra-Streu, so hoch man kommt, wo man Wunden hat oder wo man eben schlechte Rinde hat oder wo man dem Baum was Gutes tun will. Das ist unsere Empfehlung, Einstreichen mit Triaterra-Streu. Wenn man Sumpfkalk unbedingt nehmen will, weil das hat ja auch noch spezifische, dass da irgendwie keine bestimmten Insekten hochlaufen oder irgendwas, Ameisen und was weiß ich, kann man damit ein bisschen zurückhalten. Wenn man unbedingt Sumpfkalk nehmen will, ja, man kann das mit EMA versetzen. Unsere Empfehlung wäre 50 Milliliter Triaterra aktiv und 1 Teelöffel EM Keramikpulver auf 1 Liter Sumpfkalk mischen. Für den Baumanstrich kann man sehr gut machen. Das funktioniert. Okay, kann man die Wirkung auch von Sumpfkalk noch verbessern. Ja, hier noch eine Frage, einer, der unser Video geguckt hat, zu dem Frischkornbrei. Und offensichtlich hat er die nicht richtig geguckt, weil da habe ich explizit gesagt, dass man eine bestimmte Getreideart nicht als Frischkornbrei ätzen soll. Dass schon die Römer sich darüber aufgeregt haben, was die Germanen für eklige Getreide anbauen, die kann man ja gar nicht essen. Und der Punkt ist, ich lese erstmal die E-Mail vor. Sehr geehrter Herr Heckel, ich habe mir den Frischkornbrei aus Bio-Roggen und EM hergestellt. Erst als Mehl, dann grober gemahlen. Den konnte ich so fast nicht essen. Ich habe nun mit saurer Sahne und Sauerkirschsaft wegen der sauren Note mit dem Mixer geschlagen, danach die Sauerkirschen dazugegeben. So empfinde ich es als schmackhaft und als Snack. Viele Grüße. Ja, und meine Antwort darauf, hallo Herr B., klarer Fehler. Roggen eignet sich nicht als Frischkornbrei. Roggen ist noch so ein urwüchsiges Getreide, hat so viele Antinährstoffe und Abwehrstoffe. Man sieht das auch schon auf den Feldern. Da hat er diese stahlblaue Farbe, diese Roggenpflanzen. Junge Roggenkeimlinge bilden nochmal massiv Giftstoffe, dass sie nicht gefressen werden von Rehen und anderen Esern. Tieren. Also Roggen, deswegen soll man auch keine Roggenkeimlinge essen, definitiv nicht. Und auch eben Roggen als Frischkornbrei, das reicht nicht aus. Selbst eine eintägige ziehen lassen mit Wasser und EM, ein eintägiges Einweichen, reicht nicht aus, um die Antinährstoffe im Roggen zu beseitigen. Ist kein Wunder, dass Ihnen das nicht schmeckt, da ist Ihre Zunge genau richtig. Roggen ist nicht für Frischkornbrei geeignet. Das ist so massiv unverdaulich und mit Giftstoffen, mit Pflanzenabwehrstoffen voll, dass es anders als Dinkel und Weizen und Hafer eigentlich ein unverdauliches Getreide ist. Und da kommt der Trick der Germanen ins Spiel, was die Römer damals nicht verstanden haben. Die haben nämlich den Roggen als Sauerteigbrot verarbeitet und das funktioniert dann wieder. Das sind ja wirklich noch zwei Verarbeitungsschritte mehr. Roggen muss wirklich 1 bis 2 Tage als Sauerteig gären, intensiv und intensiv sauer werden und dann noch durch zusätzliches Erhitzen beim Backen verdaulich gemacht werden. Weizen, Hafer, Dinkel, Gerste, Urgetreide und so weiter eignen sich wunderbar für Frischkornbrei. Früchte sind immer eine gute Idee dazu, ein bisschen Apfel gerieben oder eben Erdbeeren oder Himbeeren oder was immer man hat für den Geschmack. Und Sahne ist auch immer eine gute Idee. Aber wie gesagt, Frischkornbrei nicht mit Roggen. Roggen muss wirklich mit als Sauerteig und dann gebacken, dann wird er erst verdaulich und dann wird er erst managebar für die menschliche Ernährung. Also auch ein Roggenbrot, was nicht spezifisch ein mindestens 24 Stunden Sauerteigbrot ist, und das machen nur die wenigsten Bäcker,
nur quasi die Meterbäcker ein paar oder aber jede Industriebäckerei, keine Industriebäckerei macht heutzutage ordentliches 24 Stunden oder 48 Stunden Sauerteigbrot. Das heißt, auch wenn Sie ein Roggenbrot irgendwie bei Aldi kaufen oder so, Hände weg. Roggen hat in der hat als Brot prinzipiell alle Getreide, aber spezifisch Roggen darf nur als Brot gegessen werden, wenn es auch 2 Tage als Sauerteig fermentiert hat. Und wie gesagt, dann nochmal gebacken. Also man braucht wirklich die Fermentation 1-2 Tage und dann nochmal den Backprozess. Erst dann wird Roggen tatsächlich verdaulich und dann auch schmackhaft und für uns wertvoll. Okay, da hat jemand das Video nicht genau geguckt, aber bei einer Stunde, ich quatsche ja mal so viel, verständlich vielleicht, dass da diese kleine Information hinten runtergerutscht ist. Ansonsten, ich esse jetzt auch gerade wieder Frischkornbrei mit Weizen. Das ist auch so schon, also ohne alles, einfach nur Weizen mit EM eingeweicht, mit EM und Wasser über Nacht. Oder ich mache gleich eine große Schüssel, habe das jetzt für mehrere Tage gleich im Kühlschrank gestellt. Wunderbar. Also das muss man noch nicht mal viel reinmachen. Das schmeckt jetzt nicht großartig, aber das kann man so essen. Und wenn man da noch ein paar Früchte und ein bisschen Sahne oder so reinmacht, dann wird es natürlich richtig lecker. Alles klar. Das waren meine Fragen und Antworten. Wenn Sie Fragen haben, die Sie vielleicht auch mal in diesem Format hier ein bisschen beantwortet haben wollen, E-Mail schreiben oder gleich in die Kommentare mit rein. Und wenn Sie eine Idee haben oder vielmehr, wenn Sie, wie am Anfang gesagt, vielleicht mir ein paar Ideen geben können, was ist denn Ihr Weltuntergangsszenario? Woran glauben Sie, wird die Welt demnächst untergehen? Ich will dazu gerne ein Video machen und meinen begründeten Optimismus darstellen. Und ich habe mir schon viele Katastrophenszenarien angeschaut und komme eigentlich immer wieder zum Schluss. Nicht schön, aber handelbar. Sowohl für die Erde als Ökosystem, als auch für uns als menschliche Gesellschaft. Lassen Sie es mich wissen. Das würde mich sehr interessieren. Dann komme ich vielleicht da ein Stück weiter und kann mir endlich dieses Video von der Seele reden. Mit dem Weltuntergang, was nu? Weltuntergang abgesagt, was nu? Bis nächste Woche, wir sehen uns.